Ja, Leute, da sind wir wieder an dem Punkt angelangt, an dem das Spiel eigentlich zu Ende ist. Cole ist am Leben, Ryan auch. Jetzt steht nur noch die Entscheidung vor uns. Was wählen wir für Jody? Was soll ihre Bestimmung werden aus diesem ganzen Abenteuer? Soll sie glücklich werden? Soll sie alleine bleiben? Das werdet ihr dann wohl sehen. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, sie hat bisher keine guten Erfahrungen gemacht mit den anderen Menschen. Von daher wäre es das Beste, wenn sie alleine bleibt, oder? Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug. Wie sollte ich ein normales Leben führen nach allem, was passiert war? Gott, wer will denn dieses normale Leben überhaupt? Ein Partner, ein Job und die Stunden zählen bis zum nächsten freien Tag. Ich wollte das so lange, aber am Ende wurde mir klar, dass dieses Leben nichts für mich war. Also ging ich fort. Ich habe viele Klüfte zur anderen Seite gesehen. Hunderte davon überall im ganzen Land. Gebäude, in denen verrückte Dinge passieren. Hotelzimmer, in denen niemand ein zweites Mal schlafen will. Existenzen sind ständig um uns herum. Sie sind in unseren Häusern, schlafen in unseren Betten. Sie folgen uns jede Sekunde an jeden Tag. Ich weiß, sie lauern in den Schatten. Vielleicht ist sie auch nicht ganz alleine. Aiden. Gott, du hast mir so gefehlt. Ach Leute, ich glaube, allein zu sein, das passt nicht zu Jody. Vielleicht kann sie ja zu Zoe, zu dem kleinen Mädchen, das Tuesday auf die Welt gebracht hat, und ihr helfen, ein besseres Leben zu leben, als sie es tat. Sie hat ja auch ein sehr tragisches Schicksal, ist auf der Straße zur Welt gekommen. Nehmen wir das. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es.
dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug. Sie halfen mir, als ich allein war. Als ich an nichts als ans Sterben dachte. Sie teilten das Wenige, das sie hatten, ohne mich zu kennen oder zu urteilen. In meinem Herzen wusste ich, dass mein Platz dort ist. Oh mein Gott. Bei ihnen. Stan hat kleinere Jimmy, Jobs hier und da. Kommt mal her. Jimmy geht wieder zur Schule. Er ist jetzt clean. Oh mein Gott. Tuesday arbeitet in der Bar und Walter kümmert sich um die kleine Zoe. Sie sind keine Millionäre, aber sie packen es. Sie wissen nicht, was mir passiert ist. Und sie fragen nicht. Sie lieben mich so, wie ich bin. Einfach eine verrückte Kleine, die mit Geistern spricht. Zoe nahm mich an, als würden wir uns schon immer kennen. Da ist etwas in ihren traurigen Augen und sie erinnern mich an das kleine Mädchen, das ich mal war. Ich wusste, dass sie anders ist von dem Moment an, als ich sie sah. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber wir beide wissen, dass wir etwas gemeinsam haben. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Nur eine kann die Welt retten, ein kleines Mädchen. Ich muss sie vorbereiten. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein, es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ach Leute, das war auch ein schönes Ende, finde ich übrigens. Aber ich weiß ja, viele von euch wollten Ryan, weil sie war ja auch von Anfang an in ihn verliebt, so ein wenig. Naja, aber es ist ja leider mal oft so, dass Frauen sich in die falschen Männer verlieben. Ja, das ist wirklich so. Habe ich schon oft die Erfahrung gemacht. Aber zum Schluss hin hat er sich doch noch als guter erwiesen und ich hätte es ihnen eigentlich auch gegönnt, dass sie zusammen glücklich werden. Von daher, warum nicht? Es war offensichtlich. Tief im Herzen da. Da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Also, ich musste lernen zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert. Als würde die andere Seite nicht da sein.
als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ach ja, Leute, das war auch ein recht schönes Ende, wie ich finde. Aber das muss ja nicht das letzte gewesen sein. Wenn ihr die anderen noch sehen möchtet, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr die Links zu den anderen Videos. Und ansonsten noch viel Spaß. So afraid I lost. There's no telling what we'll find. How much time do we have after we're back to